Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play Lego Star Wars The Clone Wars. So, und jetzt sind wir wahrscheinlich da, wo man bei dem normalen Star Wars auf, wie heißt das Scheiße? Mos Eisley, genau. Wo man da in Mos Eisley rumläuft, also in diesem Menü. Ich habe übrigens 120 FPS, sehr geil. Ah, wir sind ja auf dem Raumschiff. Ich möchte mich erstmal ein bisschen umgucken. Was kann man denn hier machen? Hier kommen wir mit R2D2 voran. R2D2 haben wir noch nicht. Man bloß diese drei Charaktere hier. Hier kommt man wahrscheinlich mit so einem Mini rein, Yoda oder so. Hier muss man Bomben dran packen. Ach ja, da ist ein roter Stein. Gut, da kommen wir wahrscheinlich mit so einem Mini. Ja. Was kann man hier? Ich nenne es ja ganz gerne eine Katzenklappe. Jo, da kommt eine Katzenklappe rein. Ich hoffe, der Auszug stört euch nicht. Ja. Hier unten ist ein roter Stein, wie gesagt. Eins von drei. So, wir brauchen drei gelbe Steine, um hier weiterzukommen. Was ist das hier? 2,1% haben wir schon freigespielt. Ja, wir könnten wirklich die 100%... Ah, ich überlege, ich weiß es nicht. So, was sagst du hier? Ist ja... Mit Taufen kann man, glaube ich, auch nichts. Ach, so kauft man die. Ah, nee, das ist Anakin. Ja, komm, denn. Haben wir übrigens eben gerade noch 1% dafür bekommen. So. Ist das hier Charaktere gesperrt? Man kann die also nur kaufen, wahrscheinlich, wenn man sie sieht oder wenn man sie so frei spielt. So, Missionsauswahl. Was können wir denn hier machen? Stimmt, wir haben gerade gesehen, wie die alle weggeflogen sind. Das heißt, wir können jetzt zu Genese. Zu Schlacht von Geonosis. Ich spreche das immer falsch aus. Zu Count Dooku. Oder wir können hier zum Rashomon. Mit General Grievous. Oder wir können zu. Wie heißen die? Asia Ventress. Nach Christoph. Was auch immer. Das sind relativ viele Planeten. Heißt, es dürfte relativ. Relativ lange Story werden. Und komm, dann, ich weiß nicht, Geonosis ist nicht so mein Fall. Komm, wir fangen mit Grievous an, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Wir können ja vielleicht jetzt erstmal die Story von Grievous komplett durchspielen, wenn das funktioniert. Ich weiß es nicht. Genau, das müssen wir überspringen. Und dann sehen wir weiter. Mal gucken, wie es abläuft. Ach, wir haben Ahsoka an Bord. Und die Twilight mit der Fliege rum, die habe ich übrigens auch als Lego-Modell. Guck mal, Rux ist auch dabei. Ach, Goldie, ne? Genau, die hieß Goldie, der Apparat. Weil R2D2 ja weg ist. So, hier kommen wir nur mit Magna Garn rein. Und wir müssen irgendwie Droiden entstellen. Wir spielen jetzt halt Ahsoka. Boah, komm hier. Scheiß Droiden. Ich weiß gar nicht, wie kann ich den nochmal blocken? Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Da muss ich ganz ehrlich sein. Konnte ich noch irgendwie blocken? Ich weiß gar nicht. Ich spiel Commander Rex, den mag ich lieber. Commander Rex, mein Lieblingsklon. Und dieser grüne, ich weiß gar nicht, wie er heißt.
So, hier können wir noch puzzeln. Scheint das denn zu sein. Zum Ergreifen wechselst du nicht zu einem Klon. Drücke B. Alles klar. Warum kann hier nur ein Klon dran? Das ist eine Druidenapparatur und es kann nur ein Klon dran. Das ist sehr komisch. Egal, wir versuchen, wie gesagt, noch Geld zu sammeln hier. Dürfte erstmal ordentlich was sein. Schnellfeuer habe ich nicht. Schnellfeuer scheint wahrscheinlich so. Oder? Nee. A2? Oder Goldi, was auch immer. Oder wie man ihn auch gerne nennen möchte. Ach, das war gerade ein Druidenkracher oder was? Gut, das ist natürlich cool. Aber die Superkampfdruiden sterben nicht so schnell, das ist blöd. Gibt es hier noch ein bisschen Gold zu einsacken? Ein bisschen Gold zu einsacken. Nee, wahrscheinlich nicht. Dann gehen wir mit dem Klon mal weiter. Captain Rex. Achso, das ist schon direkt die zweite Bombe. Ich dachte, das wäre ein Fahrstuhl. Gut. Dann wechseln wir kurz zu Asuka, weil wir hier vorne direkt Macht einsetzen können. Hier nochmal. Zack. Ah, blöd, dass man schon direkt so schnell Leben abgezogen bekommt. Was ist das denn? Ne, stopp, abbrechen. Ich will erst nochmal hier ein bisschen Geld einsacken. Sehr schön. Den Mausdruiden da vorne kriegen wir. Nein, kriegen wir nicht. Ich mag es übrigens gerne, wenn ich mit Spielen so auskomme, hier wie bei Star Wars, dass ich euch genau sagen kann, wer ist und so. Das mag ich ganz gerne. Weshalb ich auch noch nicht Lego Batman spielen möchte. Das habe ich zwar auch, aber ich möchte es noch nicht spielen. Ich möchte mich doch erst noch mal ein bisschen mit Batman befassen. Weil das nämlich endlich nicht so mein Fall ist. Also Batman. Deswegen möchte ich mich da noch ein bisschen mit auskennen, dass ich euch da vielleicht ein bisschen was zu erzählen kann. Ich glaube, das wird hier schon wieder nichts mit Mara Jedi, weil wenig Lego-Steine wir erst haben. Okay, erstmal wieder hier hinten. Scheiße. So wird es erstmal erst recht nichts mit Mara Jedi. Wow, hier ist voll viel, was man machen kann. Erstmal dieses Teil auf. So, Kommando Rex. Bombe Nummer 1, bitte. Müsst zu Asuka rüber switchen und zack. Alles dann, er kommt hier. Noch was zu zerstören. Ich hoffe, das ist nicht zu langweilig für euch, wenn ich die ganze Zeit hier Lego-Steine einsammeln. Mir macht es persönlich relativ viel Spaß. Aber was auch immer. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, in die Kommentaris. So, jetzt brauche ich wieder Goldie. Visa R6 oder was? Das kann ich lesen können. Dann gehen wir. Mist. Ich wollte sagen, gehen wir kurz mit dem Jedi ran und mit Asuka hier und töten das Vieh. Was gibt's denn noch? Es gibt noch Lego Marvel. Staubsauger muss mal da ran. Den können wir hier schon wieder mit Commander Rex ran. Und haben das Ganze fertig. Können wir das Ding jetzt wieder zurückholen hier oder was? Gut, das hat jetzt nichts zur Sache getan. Das ist einfach nur so ein Bonus. Hier können wir nochmal die Schublade aufmachen. Das habe ich noch nicht ganz übersehen hier. Ich glaube, ich mache es so, dass ich ein Level spiele pro Part. Oder mich eben ein bisschen auf dem Schiff aufhalte. Das kann man ja. Protokollruinen wie C3PO. Mit dem Schiff aufhalten, das kann man ja auch mal in so ein Part einbauen. Weil wir eben gerade schon 3 Minuten verquatscht haben zu Anfang. Wo ich nur unten in der Etage lang gelaufen bin und wie wir gesehen haben, gibt es ja noch viel mehrere Etagen.
Nice. Wie sieht es eigentlich mit Minikits aus? Können wir auch einen Ruin raus? Ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit Minikits aussieht. Aber es gibt doch in jedem Spiel. Genau, hier kommt nur zu 3 PO rein. Das heißt, wir müssen wie hieß er jetzt? R3S6, also einfach Goldie. Mit dem müssen wir hier ran, an den Kasten. Schnell wieder zu Asuka switchen, weil hier uns bestimmt wieder was erwartet. Genau, ein Droidika. Übrigens, ich hätte ja schon... Was ist das denn hier? Achso, ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, mein Herr Lieblings-Jedi ist Kid Fisto. Ist er eigentlich auch, allerdings ist Qui-Gon Jinn... Also Qui-Gon Jinn ist halt Nummer 1 und Kid Fisto dann halt Nummer 2. Ja, ey, ist ja auch egal. So, Bombe Nummer 3 ist auch platziert und Strahlenschilde sind auch deaktiviert. Heißt, glaube ich, nicht mal Strahlenschilde. Hier kommen wir nur mit C3PO rein, den wir gerade nicht dabei haben. Deswegen müssen wir hier wahrscheinlich nochmal in der Nebenmission rein. Ich hätte ganz gerne mal gesehen, ob es jetzt hier Minikits gibt oder nicht. Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Auch nicht zu Anfang schlau gemacht. Das sollte man ja vielleicht vom Display mal tun. Ach, nice. Ein Kaffee. Sehr reizvoll. Ach, hier war gerade, glaube ich, gerade ein Minikit, wenn ich das gesehen habe. Ach nee, das war so ein 2 von 5. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch irgendwo mal ein Kaffee rauskommen. Oder war es 1 von 5? Gott, gar nicht richtig erkannt. Ich sollte mich mehr aufs Spiel konzentrieren. So, irgendwie ist wieder... Legostein-Sammelstätte. Da müssen wir wieder ein paar Bomben legen. So, wieder die ganzen Goldmünzen einsammeln und Silbermünzen. Übrigens, lilane Steine bringen, glaube ich, am meisten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das dürfte auch eine neue Empfindung sein, diese lilane Steine. Ich habe ja, wie gesagt, lange kein Lego mehr gespielt. Also Lego am PC. So, Captain Rex. Und das Teil ab. Noch nicht schnell zu Asuka wechseln. Dreck. Immer schon den blauen Stein ansammeln, das sind die wichtigsten. Der Rest der Steine ist mir relativ egal. Und Ende im Gelände. Oha, wir haben nicht mal die Hälfte. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Folge... Wie lange das Level dauert, das ist das Problem. Was sind das denn? Chlorschnecken? Holy crap. Oh Mann. Wieder raus da. So, wir sehen wieder Asuka. Zack. Hier. Hier. Und zack. Kommt hier wieder Kaffee raus? Nee. Oh, ein goldener Superkampfdroide. Auch noch nicht gesehen. Goldene Lego-Droiden können nicht zerstört werden. Und kämpfen für dich. Oh, das ist natürlich geil. Na gut, das ist natürlich jetzt ein silberner. Ja, kommt noch raus jetzt. Unser Superkampfdroide macht ihn direkt erstmal kalt. So, wer kommt hier rein? C3PO mal wieder. Komm, Mausdroiden. Jawohl, 1 von 5 getötet. Ich glaube, bei 5 Mausdroiden bekommen wir dann ein Minikit. Das ist ja meistens so geregelt gewesen. So, hier räumen wir erstmal auf. Und tun uns das mit der ganzen Asche. Ist ja erstmal deutlich was. Hier komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht dran.
Zwei müssen wir noch anbringen, zwei Bomben. Die jetzt aus was puzzeln? Ne, noch nicht puzzeln. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier enttäuscht werde von wegen 100%. Weil ich ja wirklich relativ viel eingesammelt habe. Ich werde bloß erst irgendwie nur die Hälfte bekommen an Legostein. Dann werde ich das natürlich nicht weiter verfolgen, sondern erst später. Also Moment, das muss ich erst rausholen. R3. Na toll. Aber unser Gunnar-Kampf-Druide kämpft ja für uns. Und der kann ja auch schon nicht zerstört werden. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Da hinten kommen wir wieder nur mit roter Macht rein. Auch blöd. Und ist auch Kavums, Kavums und so, dann gehen wir jetzt zuerst hier rein. Hier wieder nur rote Macht. Ich nenne es einfach rote Macht, was anderes halt macht. Das ist jetzt, das ist ja dann die Macht im roten Laserschwert. Warte mal, bei Lego Star Wars komplettes, nee, Lego Star Wars 2 konnte man sich doch, glaube ich, solche Charakter selber erschaffen. Und ich meine, da habe ich C3PO mit dem roten Laserschwert gebaut. Der ging richtig ab. Komm her, Rex, mach das mal. Das haben wir eben fertig. Zack, dann haben wir Asuka. Wo ist denn unser Kampfdruide? Ist er irgendwie mit da oder was? Wo ist der hin? Ach, da ist er. Der ist ja noch am Kämpfen gewesen. Ist mir gar nicht mehr aufgefallen, dass noch ein scheiß Eka steht. Bams. So, ab geht's. Dann geht durch die Mitte. So, zack. Dann eben mal die Druiden wegmetzeln. Oh, das war gerade ein cooler Move. Die Kampftechnik ist schon ein bisschen besser ausgereift. Ich hatte ja nicht so wirklich einen Vergleich, aber die ist doch deutlich ausgereift mit dem Laserschwert. Das gefällt mir sehr gut. Moment, ich brauche Commander Rex. Und platziere die Bombe. Wieb. Ja, Goldie scheint ein Verräter zu sein. Das ist ja auch aus dem Film bekannt. Ja, und jetzt ist es noch mehr bekannt. Also jetzt ist es auch für die bekannt, die den Film nicht wussten. Weil er hat ja gerade General Grievous uns geholt und General Grievous ist ja, wie wir alle wissen, böse. Ein Droide, der gebaut wurde von, ich meine, Count Dooku. Und auch keine Macht einsetzen kann. Oh, so ein Split-Bischen ist natürlich cool. So, wir spielen jetzt als Asuka. Hatten es mit den Bomben auf sich. Hä? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Was ist jetzt mit den Bomben auf sich? Ich muss ja irgendwie vor dem Grievous entkommen. Nope. Ist das denn alles? Ah, okay. Nee, warte mal. So, ein Arm ist dran und ich bin tot. Sollte vielleicht wieder ihn so einem Aussage Gefecht setzen. So eine Art Verknotung. Komm. Gut, der lebt jetzt, ist abgelenkt, das heißt, ich kann ihn angreifen. Zwei Leben hat er noch. Und er flüchtet mal wieder. Wie es von ihm bekannt ist.
Ah, er kommt wieder. So, goldener Kampftöne macht ihm auch deutlich Schaden. Alles klar. Einen nehmen hat er noch und er ist weg. Das heißt, wir können erstmal hier unten ein bisschen abstauben. Nice, der macht das für uns kaputt. Sehr geil. Sehr geil, muss ich sagen. Das ist natürlich auch cool. Haben wir direkt so eine kleine Treppe jetzt. Ja, hier hinten. Und dann sind hier oben noch ein paar Legos. Die aber kein Geld bringen, ne? Nee. Hier sind noch ein paar. Wir wissen ja, dass jeder Lego natürlich lebenswichtig ist. Ja. Jede einzelne Münze. Leider kommt die Superkampftruhe hier nicht mit hoch. Aber wir können ihn dadurch einfach mal töten. So, was ist das jetzt hier? So, das muss ich wahrscheinlich da dran setzen. Ah, alles klar, wir haben eine Bombe platziert und können jetzt mit Anakin weiter. Gut. Das heißt, wir können so wieder zurück switchen. Das finde ich jetzt natürlich ganz cool. Ich glaube, wenn wir jetzt zu zweit spielen würden, würde es direkt parallel ablaufen. Das finde ich ganz gut, dass wir alleine spielen, weil dann können wir uns hier beiden Abenteuern halt komplett widmen und ihr seid jetzt nicht gezwungen, als Zuschauer links und rechts zu gucken. Ich persönlich finde es besser, ich weiß nicht. Vielleicht findet ihr das anders, keine Ahnung. Gut, hier kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen Gold, zwar nicht so viel, aber auch ein bisschen was. Wie geht an den schon wieder ein blaues Laserschwert? Wie ich es auch gewohnt bin. Weiß jetzt nicht, ob ich mich gerade vertan habe. In dem letzten Part, wo ich gesagt habe, Anakin hat eigentlich ein grünes Laserschwert. Ach, ist ja auch egal. So. Hep. Und Bats. Bin der festen Überzeugung, dass das schon wieder nichts wird hier. Ah, aber natürlich nicht die C3-Bio bei haben. Was ist denn dahinter? Ach, da kommen die Druiden raus. Ach, komm denn. Lass mal den Scheiß hier mal. Hep. Nice, dass er einfach eine Wand hochklettern kann. Da hinten noch so eine Garnruine. Da kommt nichts raus. Hier aber noch. Eine Schublade haben wir nicht gemacht. Auch noch eine grüne Stange. Das könnte dann da rauskommen. Hep. Ach, da ist ein blauer. Schnell eingesammelt, bevor er weg ist. Nice. Auch noch ein bisschen Geld. Oh gut, aber es bringt nichts. Das ist nichts. Kein Geheimgang oder so. Und jetzt müssen wir uns mit einer Garndroiden hier wieder mal rumkloppen. Und die können ja, wie schon vielleicht einigen von euch bekannt ist, auch ohne Körper. Ohne Beine kämpfen und ohne Kopf. Ach, viel können wir jetzt wieder zusammensitzen. Das ist natürlich eine Freude. Ein Traum. Ich würde ganz gerne erstmal hier das machen. Und da müssen wir mit dem R2 dran. Und deswegen mache ich zuerst hier das Geld. So. Jawollo. Und ich glaube, ich werde mir nicht die Mühe machen. In der nächsten Folge nochmal versuchen. Ah, Moment, erst die Beine, glaube ich. Ich werde mir nicht die Mühe machen, im nächsten Level wieder alle Lego-Steine zu sammeln, weil wir die nicht bekommen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, wir haben jetzt. Der Part dauert jetzt gut 25 Minuten. 20 Minuten. Oh, sorry. Sind wir verbaut? Oder? Nee, hä? Nee, warte, was brauche ich denn jetzt für die zu? Ich muss auch die Beine da an die Seite ran machen. Ich jetzt nicht irre.
Was ist das denn jetzt hier? Das war den Körper weg. So. Ja, ich musste noch jetzt da. Oder habe ich jetzt Scheiße gebaut? Es ist mir auch so hell hier schon wieder. Aber ich glaube, ich muss mit Zucker mit der vielleicht. Gerade mal ein bisschen. Ne, hier steht ja. Ich muss also mit Anakin spielen wieder. Und dann natürlich jetzt verkackt. Na gut, dann mache ich jetzt mal hier. Ist das gerade ein bisschen buggy? Aber eigentlich, wenn ich die Beine dran setze, müsste noch richtig sein, oder? Da muss ja jetzt irgendwie der restliche Körper dran. Ja, komm her. Hoch und... Ne. So. Aber draufsetzen ist ja nicht richtig. Ach, diese Stellen in einem Spiel, die einfach verzweifeln. Ich würde jetzt sagen, ich kann ihn zu mir hinziehen und dann draufsetzen, aber das ist ja falsch. Was ist denn hier? So, das ist die Bombe. Fällt erst den Kopf? Hä? Kann nicht sein, dass ich erst den Kopf draufsetzen muss. Jetzt hat sich da durchgebockt. Ja gut. Das, ne, das ist, ist ein bisschen blöd gewesen, dass es nicht machen konnte, aber immerhin hat es geklappt und ich bin nicht komplett verzweifelt. So, da oben ist ein Minikit übersehen. Jetzt ist die Frage, ob ich da rankomme. Das würde mich ja jetzt interessieren. Ja? Bildschirm zu Azuka wechseln kann ich nicht. Jetzt möchte ich die Frage, wie komme ich an das Minikit ran? Gut, egal. Schade, als ob wir es geschafft haben. Und nicht mal an die Hälfte. Da gerade vielleicht die Hälfte. Mann, es geht noch weiter. Ich würde mal sagen, hier geht es natürlich wieder rund. Ich mache hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Let's Play Star Wars. Noch einen schönen Tag, haut raus, bis dahin. Ciao, ciao.